Leute, ich weiß, es interessiert euch eigentlich gar nicht. Doch ich muss euch eine Sache sagen. Wisst ihr, ich denke mir eines Tages so, jo, lass mal ein neues Majora's Mask Part aufnehmen. Also setze ich mich hin, starte das Spiel auf und dachte mir dabei sogar, ja, ist ganz okay. Bis mir dann auffällt, dass ich mein verdammtes Mikrofon nicht aufgenommen habe. Tja, das lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Also gibt es hier eine kurze Zusammenfassung des letzten Parts. Viel Spaß. Also es ist nicht gegen den Weg weiter, da kam nicht zu... Steintafel und dann und die Eule kam zu mir und sagte, ja, hast du ein Lied zum Teleportieren? Ich dachte mir so, danke, geil, und dann verschwand sie. Wie die Holy sie ist. Dann ging es in den Dämmerwald und ich habe so oft versucht, in diesen Tempel hinzukommen, doch ich wurde immer wieder runtergestoßen. Dann ging ich in den Tempel, löste die Rätsel, suchte die Feen, besiegte die Zwischenbosse, zweimal. Holte mir den Bogen und sagte den Bossschlüssel ein. Zweimal. Doch all das Herumgelaufen, das Öffnen und Schließen der Türen und Besiegen der Gegner führte schließlich zur. Glockenschlag. Ich bin fucking nochmal gesoftlockt, Alter. Das gibt es nicht, Alter. Okay, gut, das vergessen wir mal ganz schnell, würde ich mal sagen. Und fangen mit dem Boss einfach nochmal vorne an. Das sollte nicht allzu lange gehen. Und wieder nochmal. Nächste Runde. Oh fuck, wie machst du da? Okay, okay, zurück. Fuck, okay, da. Warte, ich... Okay. Speedrun-Tactics hier rausgepackt. Ach du mal deinen Spaß zu schlafen. Okay, jetzt kommt seine Kameraden wieder. Das kennen wir ja schon. Okay, auf mich Schüsse spielt sich das nochmal ab. Fuck mein Leid, oder die Schüsse. Jetzt aufhören, die anzuvisieren, nicht einen anderen anvisieren. Oh fuck, also Ferry. Ist auch nicht ein Ferry hab. Tatsächlich nicht. Oh, das ist ein Netz, das ist ein Netz. Okay, nice. Oh fuck, Alter. Fuck, 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 scheiße. Okay, 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 okay. Scheiße, ich bin hier noch. Okay.
weiß nicht, was er da tut, aber es gefällt mir nicht. Okay, kann man kurz, ist kurz geglitscht. Okay, die Viecher sind aber schon mal gut. Was ist jetzt eingesammelt? Alter, wie diese fucking Schmetterlinge. Kannst du mal sterben jetzt? Komm, hier, schlag mir ein C rein, das ist nichts davon. Doch, ich brauche noch Herzen, dankeschön. Jo, übertreib halt, komm! Jo, genau. Übertreib halt komplett. Jetzt stirb doch endlich, Mann. Dankeschön. Alter, meine Fresse. Junge. Oh, vergiss das Schloss. Das ist nicht super. Alter, ey. Dankeschön, dein Herz mit dir. Okay, gut. Odovals Vermächtnis ist auf dich übergegangen. Der reine Geist, den diese Maske im Körper Odovats gefangen hielt, ist nun wieder frei. Dir gebührt Dank für seine Rettung. Jetzt so, Crash. Dann schlitz ab. Was ist das? Warte, hör doch. Er scheint nichts zu sagen. Kann es sein, dass er uns durch seinen Wein etwas mitteilen möchte, eine Melodie lernen möchte? Steh einfach rum, stopp dein Instrument. Ob das wohl das Lied ist?
Du hast den Gesang des Himmels erlernt. Hat er gesagt. Hier von dem Tael gesprochen hat. Denkst du, er meint den Geist, der in dieser Maske gefangen war? Oh hey, du hast dich doch gar nicht mal so dumm angestellt. Hast du schon so etwas gemacht? Einmal. Vielleicht zwei, vielleicht drei, ich weiß es nicht. Lass jetzt nur nicht nach. Mach so weiter und rette die anderen drei. Hey! Was ich getan habe, ich meine, entfernt uns durch. Ich entschuldige mich. Entschuldigung. Wenn du es auch wirklich so meinst, ist es okay. So, ich habe mich entschuldigt. Ich will jetzt keine Vorwürfe mehr, verstanden? Link nickt noch nicht mal. Er steht einfach so, ja, okay. Ich habe der Prinzessin geholfen, so wie der Affe es wollte. Unser nächstes Ziel sind die Berge. Los, lass uns gehen, damit das Horror-Kid nicht noch mehr Schaden anrichten kann. Was drin, aber komm hier wieder. Nee. Komm mal, ich glaube, man kann halt wirklich nur diesen Raumstumpf hier rein. Alles klar. Ich glaube, man muss da als Deko rein. Ja. Kann man so kurz nicht rein. Ein Bofe. Ah. Wir beschwert den Klopp. Ja, gut, so geht es natürlich auch. Wer bist du? Azulee, erfreut dich kennenzulernen. Ich bin die Deko-Prinzessin. Kann es sein, dass du auf das Geheiß des Affen gekommen bist? Ja, so ziemlich. Ah, dachte ich's mir doch. Weißt du, du riechst ein wenig nach Affe. Voll geil, du riechst ein wenig nach Affe. Also hat es der Affe geschafft, heil zurückzukommen. Sehr gut. Na gut, heil. Ich weiß ja nicht. Ich habe schon befürchtet, mein Vater würde den Affen beschuldigen, mich entführt zu haben. Ich dachte sogar, er würde so weit gehen, den Affen zu bestrafen. Dein Vater doch nicht. Also. Sag nicht. Ja. Doch. Hat Vater das wirklich getan? Schon wieder einer seiner vorherigen Entscheidungen? Gut, wir haben keine Zeit zu verlieren. Rasch, Sir Azulee, hast du etwas, wo du mich zum Verlass tragen kannst? Ich find's gut. Es gibt so viele Möglichkeiten. Du kannst sie auf den Schultern tragen, die Prinzessin Guto, du kannst, keine Ahnung, sonst was machen mit dir, aber nein, du musst sie in eine fucking Flasche packen. So. What the fuck? Was die Deko-Prinzessin? Er hat in deiner Flasche Platz genommen. Zwar ist es nämlich eng, aber endlich, wenn du dich beeilst, wird es nicht unbequem. Drücke C, ja. Super. Aber ist immer so, das würde man keine Zeit verlieren. Rasch, bring mich zum Palast. Ja, komm, okay, hier geht's nicht mehr, alles klar. Ich kann nicht selber spielen. Super, weiter geht's. Okay. Dann halt.
Ach nee, aber bevor wir da hingehen. Bevor wir, genau, bevor wir nämlich da hingehen. Noch einmal zu zur Fee. Wir haben jetzt alle Feenbälle gesammelt. Das kriegen wir was von mir. Ja, der Apfel, der ist schon in den letzten paar Stunden ohne mich rausgekommen. Nein, nein, nein. Bin ich auf dem Brett? Nice. Okay. Hier dürfte doch jetzt diese Fee drin sein. Ja, perfekt. Das war mein Wecker. Oh, stachelnder Freund, ich bin die große Fee der Kraft. Hab Dank für deine wertvolle Hilfe. Als Dank lehre ich dir diese neue Schwerttechnik. Du hast die Wirbelattacke erlernt. Drück mal halt B. Ja, okay. Was du benutzt, auf und fesselt deine Klinge einen mystischen Wirbel. Und die Attacke noch schneller auszuführen, bewege dich mit dem Ding an. Krass, drück B. Besuch mich wieder, wenn die Staubharzen eine Reise zu schwer auf deinen Schultern lassen. Alles klar. So, dann haben wir das aufgeklärt. Na, wird eng, wird eng, wird eng, wird eng. Ja, okay. Wird eng, wird eng, wird eng, wird. Nein, ah, passt. Was ist noch mit drin? Wenn hier halt die Klappe. Ja, Nax, ich hab grad keine Zeit, sorry, ich nehme das auf. Dann guck ich noch schnell, was in dieser Kiste hier drin ist. Ein Herz. Ich kenne die Kisten ja auch. So jetzt. Ja, okay. Das wird auch gut. Und zwar nicht. Nicht schlecht. Alles klar, okay. Gut, Prinzessin, jetzt können wir zu deinem Palast. Okay, ich direkt da lang. Ist ja scheißegal. Oh, Alter. Warte mal, was ist denn der dumme Affe denn? Dieser dumme Affe sitzt dort im Käfig, sehen wir gut an. Das kennen wir ja schon. Physik.
Oh, meine Tochter, meine geliebte Tochter. Geht es dir gut? Ich war so in Sorge. And look at Randy Orton slithering. Oh, watch out, watch out, watch out, watch out! Okay! Oh! Was macht ihr da bitte? Lasst ihn einfach auf der Stelle frei. Oh, Herr Affe, es tut mir über alle Maßen leid, aber mein Vater neigt sich ständig zu solchen vorschnellen Entscheidungen. Das verstehe ich, Prinzessin. Begeben und vergessen. Aber was ist mit dem Tempel? Dank Sir Azoli ging alles nochmal gut aus. Man nennt dich also Azoli. Danke, dass du dein Versprechen gehalten hast. Als Zeichen und Dankbarkeit hat unser Battle es natürlich vorbereitet. Bitte nimm es an. Du findest es deine Belohnung im Schrein rechts des Palastausgangs. Ja, da wird auf dieses Minispiel nochmal hingewiesen. Das ist ein Fehler von mir, vorschnell Entscheidungen zu treffen. Das ist nun endlich klar geworden. Merkwürdig, Reisender. Es gibt, merkwürdig, Reisender, es gibt nicht viel, was ich für dich tun kann, aber. Ich hab ja gesehen. Bitte ruh dich aus, bevor du weitergehst. Ja, okay. So, okay, gut, okay, gehen wir doch mal die Aktienlöse an. So, Deko-Schrein ist klar. Das hat niemand gesehen. Ja, ich weiß, was der Deko-Schrein ist. Gut, Prinzessin gerettet. Ich sage nochmal am Ende noch ein bisschen. Mal gucken, wie ich das mache. In diesen Schrein. Das sah kurz aus wie so eine Wand, als wäre es einfach nur eine aufgemalte Wand einfach nur gewesen. Egal, okay, das ist ein Deko-Schrein. Das ist hier quasi wie das Ocarina of Time mit Boris. Also nee. Dank, hab Dank für die Rettung unserer geliebten Prinzessin. Als Zeichen unserer Dankbarkeit haben wir Deko etwas für euch vorbereitet, von dem wir glauben, dass es euch von Nutzen wird. Von Nutzen sein wird, genau. Ich werde euch dorthin führen. Bitte folgt mir. Okay. Ich glaube, das hatte keinen Teil mehr. Ich glaube, das war einfach nur hinterherlaufen. Alter, ist der Typ schnell. Oh nein, die Stimme. Kann ich irgendwas so machen? Und den Butler gibt es einfach nicht, dass den ganz anderen Menschen vor ihm steht. Natürlich, wie macht ich mach das? Scheiße, egal. Vor allem hier eigentlich nie wieder wirklich hingeht. Mir doch Spaß, den ganzen rumzulaufen. Alter, wie geht man da hier rein, bitte? Ganz sicher mehr Gemüse geben als bei dem tatsächlichen Palast.
man alles in die Stärke. Flammen wenden. Was war das? Oh shit, jetzt kommen noch Steine. Okay, ich glaube, wenn man hier so auf diesen Dingern, also diesen rechten Stufen. Wenn man da auf diesen glatten Stufen ist, dann schwimmt man hier aus oder so und putzt runter. Alter, wie lange geht das hier noch? Oh Scheiße, jetzt muss ich die Scheiße machen. Okay, gut. Okay, gut. Gut, ich kann auch so schwimmen wie der Typ, der Butler. Was ist das für ein Nebenwehr? Hätte ich jetzt Schneidekünste, könnte ich das vielleicht so cool animieren, aber das kann ich nicht. Ah, endlich, Alter. The fuck. Warte, ich zieh mal lieber meine Deko-Maske wieder an. Wie heißt das denn, wenn ich dich trigger kann, das Event? Was klar, so jetzt. Gut gemacht, Azul. Hier ist die Belohnung, die wir versprachen. Du nimmst sie an. Hey, die Maske gedüftet. Die Maske gibt ein feines Nasengefühl. Drückst du Ziel, versteckst durch deine olfaktorische Wahrnehmung. Schnüff, schnüff. Deine Nase kann nichts mehr gehen. Wenn ich euch betrachte, muss ich an meinen Sohn denken, der uns vorhin schon vor Jahren verlassen hat. Ich fühlte mich, als würde ich wieder mit meinem Sohn um die Wette laufen. Ich fürchte, ich habe euch ein wenig zu hart herausgefordert. Zwar bin ich alt, aber immer noch ein würdiger Gegner. Wie damals, als mein Sohn noch... Bitte vergeht meine Unhöflichkeit. Einen... Dann, meine liebe Zuschauerinnen, Zuschauer, danke ich mich mal wieder, wie immer, fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, der Bosskampf. Und hauptsächlich der Bosskampf. Und ich würde dann mal sagen, man sieht sich in der nächsten Folge von Zelda Majora's Mask.